Ich glaube, es wird Zeit für eine neue Couch. So eine rote Couch würde, glaube ich, richtig geil aussehen. Oder nicht? Also so eine gelbe, rote Couch hier so als Aufnahme-Couch wäre doch eigentlich ganz geil. Schenk mir bitte eine! Willkommen zu einem weiteren FAQ. Auf Twitter habe ich wieder meinen Hashtag FragDom verbreitet und die hat mir Fragen gestellt. Ich wollte eigentlich da draußen gehen, es ist mega warm, aber ich würde es auch jetzt hier schon mega krass drin. Aber das Problem ist, an meinem See ist halt zu viel los, da kann ich irgendwie nicht in Ruhe ein Video machen und die so rumturnen und dann gucken mich alle an, das ist nicht so meins. Mal schauen, was ihr so für Fragen geschrieben habt, liebe Leute. Ich bin mal echt gespannt, was da heute bei rumkommen wird. King Kong Konrad möchte wissen, welche Länder möchtest du noch so besuchen? Ganz viele. Eigentlich möchte ich super gerne nach Australien, nach Amerika, ich möchte nach Asien, ich möchte eigentlich überall mal hin, aber die Zeit ist knapp, das Geld vor allem und ich weiß ich nicht. Es ist, ich würde aber super gerne, so Thailand auch, so alles möglich. Ich würde ganz gerne alle Kulturen mal schnuppern, aber es ist natürlich irgendwie, kostet alles Geld und YouTube Money reicht dafür nicht aus. Das ist ein bisschen doof, aber schenkt mir gerne Geld, dann kann ich vielleicht mal einen Vlog machen aus Thailand oder so, wie ich thailändische Mädchen beim Essen zu gucke. Zivuchs YouTube fragt, was würdest du eher aufgeben, YouTube oder Twitter? Ich kann nicht ohne leben, ich brauche beides unbedingt, ganz, ganz wichtig. Twitter ist super geil zum Kommunizieren, YouTube mache ich meine Videos, geht nicht. Ich muss mich ja zum Glück nicht entscheiden, dementsprechend, nein, will ich nicht. Vampireule fragt, willst du immer wieder dieses Fieber spüren? Ja! Let's try this out, motherfuckers! Ich will immer wieder dieses Fieber spüren, immer wieder mich in dich verlieren, will das Leben leben, wie ein Tanz auf dem Vulkan. Das Lissy fragt, könntest du mal 7 Years von Lucas Graham spielen? Heute ist, glaube ich, Musiktag, Leute. Once I'm 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I'm 7 years old, it was a big, big world and we can do it better. Heute ist ein guter Tag, Leute. Heute ist ein sehr guter Tag hier. Ich mag das schon. SpaceX fragt, welches Video findest du besser? Die Parodie von Everyday Saturday von Julian Bam oder das Original von Upper Red? Ich muss sagen, ich finde Julian Bams Sache ziemlich cool. Ich mag auch Rezos Version extrem gerne. Aber ich finde irgendwie generell den Stil vom Song nicht so gut. Deswegen ist nicht nur mein Geschmack generell. Da finde ich das Cover oder die Parodie eben auch nicht so doll. Irgendwie, keine Ahnung. Weiß nicht. Nee. Mischa Psyfuck, hast du mal in dieser Zeit vor, ein Real-Life-Video bzw. einen Vlog mit Logi zu machen? Ich hoffe doch, ja. Wird ein bisschen schwierig, Logi zu überzeugen. Bei dem ersten Link in der Videobeschreibung kommt ihr zu ihrem Twitter-Profil. Schreibt ihr am besten einfach mal, Dom will einen Vlog mit dir machen. Wenn wir genügend zusammenbekommen, dann macht es auf jeden Fall mit mir. Bestimmt. Mo Willi Fly fragt, hast du in Zukunft größere Projekte vorzubringen und bist du in Varo 4? Varo 4 sollte ich eigentlich sein, ich war in allen Varos dabei, warum auch nicht in Varo 4? Größere Projekte, keine Ahnung, momentan suche ich so ein bisschen noch meinen grünen Zweig auf dem Kanal. Ich möchte gerne einige Sachen ändern, aber dazu bald irgendwann mehr. Mal gucken, was so kommt an Projekten, wenn ich eingeladen werde, sehr gerne, wenn nicht, dann ist auch okay. Bist du momentan, ich habe irgendwie so ein, sieht aus wie so ein dicker Penis, ne? SiroxTV fragt, was magst du lieber, YouTube-Videos produzieren oder Twitch-Streams zu machen? Ich muss ganz ehrlich sagen, beides macht mir gleich viel Spaß. Stream ist halt eben so live und irgendwie ohne Schnitt. Und bei den Videos mag ich halt eben den Cut sehr gerne. Und dann eben quasi bei den Aufnahmen zu wissen, ich kann ein bisschen Scheiße labern, ich kann es zurecht cutten, da kommt was Geiles dabei rum. Bei Livestreams rede ich sehr gerne und da bin ich sehr gerne ich einfach so. Und das, ich mag beides sehr gerne. Also mir gefällt beides extrem gut. Ich beantworte übrigens auch nicht alle Fragen. Dementsprechend, sorry, wenn ich viele nicht dran nehme, aber ich will auch nicht auf alle Fragen antworten. Weil manche, da kann ich vielleicht nicht so viel zu sagen und so. Sorry dafür, aber ich habe euch alle gelesen auf jeden Fall. Das ist ganz wichtig. Lea fragt, wie sieht es eigentlich mit der Tour aus und möchtest du mehr Fantreffen machen? Ja, auf jeden Fall. Ich möchte in Dortmund im nächsten Fantreffen machen, hier am Phoenixsee. Auf jeden Fall in den nächsten paar Wochen, glaube ich sogar auch. Also sehr gerne mal anmerken, anpeilen. Dortmund, Phoenixsee am Wochenende vielleicht mal. Sehr gerne mal im Hinterkopf behalten. Ich werde dazu noch ein Video machen, wenn es soweit ist. Und so, ansonsten halt Gamescom immer Fantreffen und generell so ab und an, wenn ich mal irgendwo bin, kann man es ja gerne mal machen. Das Wetter wird ja momentan eh generell sehr viel geiler. Dann kann man auch mal spontan sagen, am Wochenende bin ich da und da. Man muss nicht immer Angst haben, oh, regnet es, es ist kalt und so.
Also vielleicht schon, bei dem Wetter weiß man eh nie, aber ihr wisst schon, was ich mal sagen will. Nur Knockback fragt, hast du vor, dieses Jahr in Urlaub zu fahren? Weiß ich noch nicht ganz genau, vielleicht irgendwo hin, aber ich glaube eher in Deutschland irgendwo, um eine Woche vielleicht mal Auszeit nehmen. Aber so richtig wegfahren, so See und Strand, glaube ich eher nicht so. Nö. Paradise fragt, hast du schon mal so viel gesoffen, dass du im Koma warst? Nein, ich habe noch nie so viel gesoffen, dass ich einen Filmriss hatte oder gekotzt habe oder so. Ich kenne meine Grenzen sehr gut und ich weiß, wo ich diese habe. Und deswegen habe ich noch nie Alkohol übertrieben. Bin ich auch sehr stolz drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Bentix fragt, hast du Freunde im Internet kennengelernt, die du jetzt auch im Real Life kennst? Ja, Chakrio, Flo, Henrik, Barwin, also viele vom CS eben, viele Administratoren, die damals auf dem UTD-Server waren und so. Aber auch natürlich viele YouTuber und so, so Mr. Moore und Ari und Larifari und generell viele Menschen, die ich dort kennengelernt habe und dann auch eben sich eine persönliche Freundschaft entwickelt hat. Also von daher kann ich sagen, ja, extrem viel eigentlich. Dr. Pest fragt, wie findest du Hühner und könntest du dir vorstellen, ein paar zu halten? Ja, so ein paar geile Chicks hätte ich schon Bock zu halten, aber wahrscheinlich dann eher so im Keller. Da kann ich ein paar Chicks halten und dann kann ich immer mal vorbeikommen, wenn Eier und so, ihr wisst schon, worauf ich hinaus will, ne? Live Likes Black fragt, was möchtest du denn nach deinem Studium machen? Nach dem Studium erstmal mich so auf YouTube konzentrieren, auf Twitch und generell alles Mögliche. Ich möchte ganz gerne auf jeden Fall so ein bisschen das YouTube-Leben noch auskosten, solange es eben noch geht und ich das eben auch kann. Und ich komme damit aktuell eigentlich sehr gut klar, auch finanziell und so. Dementsprechend doch, würde ich ganz gerne so erstmal weitermachen dann. Xerox fragt, könntest du mal wieder ein Cover raushauen? Hello von Adele oder so, wäre geil. Oh, Leute. Okay, Xerox, weil du es bist, okay? Okay, Xerox, weil du es bist, okay? Hello. It's me. Ne? Es ist First Try, Leute, sorry. Beatsy fragt, bist du zufrieden mit deiner Community? Nein, ihr seid alle scheiße, besonders du, Beats. Paddelkanal fragt, gibt es was auf YouTube, was du schon immer mal ausprobieren wolltest, aber dich noch nicht getraut hast? Ja, auf jeden Fall, so also ein bisschen härtere Videos mit mehr parodistischem Inhalt und mehr Gehate bezüglich so Art in Richtung Kuchen-TV. Habe ich mega Bock drauf, weil ich eben auch so jemand bin, der gerne Sachen ankreidet und eben auch, meine offene Meinung eben preisgibt, aber ich traue mich sowas, glaube ich, nicht. Ich bin da, glaube ich, die falsche Person für. Lass mal lieber mal den guten Kuchen-TV das Ganze machen. Schmock-TV-Fahrt, bist du auf der Gamescom? Ja, natürlich, alle Tage bin ich da, Mittwoch bis Sonntag. Ich freue mich auf euch. Cindy Vio fragt, was ist dein größter Traum? Mein größter Traum ist eigentlich nur, mein Leben zu leben, sodass es mir Spaß macht. Aktuell macht mein Leben extrem großen Spaß. YouTube macht mir Spaß. So Sachen macht mir Spaß. Ich möchte Spaß haben im Leben. Spaß, Spaß, Spaß. Solange ich glücklich bin, ist es mein größter Traum. Also glücklich sein. Und das bin ich. Jonas Money fragt, wird die Deutschland-Tour sicher in den Sommerferien nachgeholt? Ich gehe davon aus, ja. Vielleicht ein bisschen abgespeckter, vielleicht irgendwie auch jetzt keine Woche, sondern vielleicht mal in 3 Wochen jeden dritten Tag eine Stadt besuchen. Aber es wird auf jeden Fall das geben. Ich komme in eure Stadt auf jeden Fall. Also in die nächstgrößere Stadt. Wolfspranke fragt, in welcher Filmwelt würdest du ganz gerne leben? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, in der Filme von der Truman Show würde ich ganz gerne leben. Das war's schon für liebe Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bald gibt es wieder ein neues FAQ auf jeden Fall. Dann aber, wie gesagt, auf Twitter mir am besten folgen. Dann bekommt ihr alle weiteren Informationen. In diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei Sat1.